Auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Malsfeld und der Raststätte Hasselberg kam es am Mittwochabend zu einem Lkw-Unfall. Gegen 18 Uhr verlor eine 25-jährige Lkw-Fahrerin aus Tirol die Kontrolle über ihr Fahrzeug, krachte in die Leitplanke und stürzte die Böschung hinunter. Laut Auskunft der 25-jährigen Fahrerin aus Tirol hat sie sich erschrocken, als sie von einem anderen Fahrzeug überholt wurde. Wurde allerdings nicht geschnitten, also keine Fremdbeteiligung. Hat durch diesen Schreck das Fahrzeug verrissen und ist dann auf die Leitplanke geraten und das Fahrzeug ist den Hang runtergestürzt. Weder die Fahrerin noch der Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Der auf dem Dach liegende Lkw hatte Stückgut geladen, welches teilweise aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Der Tank wurde derart beschädigt, dass die Feuerwehr den Treibstoff abpumpen musste. Es sind, wie viel können wir nicht feststellen, größere Mengen Öl in das Erdreich versickert. Die Unterwasserbehörde ist vor Ort. Die Feuerwehr hat als erstes die Fahrbahn abgesichert und hat dann mit elektrischen Pumpen das Öl aus den Tanks rausgepumpt, die restlichen Betriebsstoffe. Nach ersten Schätzungen der Polizei wird der Sachschaden auf rund 300.000 Euro geschätzt. Für die Bergungsarbeiten des Lkw mussten 2 der 3 Spuren gesperrt werden. Es kam zu kilometerlangen Staus. Zum Einsatz kam die Feuerwehr Melsungen mit insgesamt 19 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen.